Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Agatoto. Heute beginnend mit einem Legendenkampf. Ja, warum heute eigentlich mit einem Legendenkampf? Das kann ich euch sagen, denn der Babo Business vom Clan Simply Good hat hier weit über 2 Stunden gewartet, auch wenn er noch gar nicht so lange in der Legende ist. Ich glaube, es ist jetzt ein Tag. Er ist so bei 5130 Pokale circa und hat hier sehr, sehr lange gewartet. Also irgendwie weiß ich nicht, ob der Samstag da besondere Wartezeiten auf sich bringt, weil natürlich besonders viele Leute Zeit haben zum Spielen, sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen auch zum Spiel und hier natürlich nicht nur die Clan-Spiele machen, sondern sich auch auf Clan Wars vorbereiten oder aber, so wie der Babu hier, in der Legende ein wenig mehr hochpushen mit, was hat er am Start, 42er King, 46er Queen, 18er Warden, also ein nettes Pärchen in jedem Fall. Und ja, es ist natürlich, ich finde es immer, ich kann es ja selber noch nicht fassen, also was heißt nicht fassen, ich kann es noch nicht fühlen, ich bin ja selber noch nie in Legende gewesen, aber es ist schon deprimierend, finde ich, wenn du so eine Max aus Base hier machen musst, hast hier unten eine nette, teure Truppe am Start und musst dann irgendwo mit 6 Pokalen oder etwas mehr nach Hause gehen. Ich scroll mal ein bisschen weiter raus, beziehungsweise ein bisschen weiter rein. So ein bisschen rum hier. Hier unten gehen jetzt die Queen und der Warden gerade noch entgegen, gerade noch so den Inferno-Strahl. Und hier oben geht es nämlich weiter. Das habe ich eben so ein bisschen verkannt, als ich mir den Angriff das erste Mal angeschaut habe. Denn er hat hier eine ganze Masse noch an Minern in der Base. Und ja, da kann man natürlich nicht sagen, die überrollen die Base jetzt, sondern diese Base wird jetzt von Untertage gemacht. Da sind jetzt zwar kurz einmal im Fokus der Eagle-Artillerie, aber die machen sie jetzt als erstes weg. Und dann geht das hier fleißig durch die Mitte durch, unterstützt so ein bisschen mit, ich gehe mal ein bisschen näher rein, mit Wut und Peil. Jetzt kommt hier direkt ringsrum ums Rathaus eine Tesla-Farm und hat auch noch die beiden Infernos zu machen. Allerdings beide Infernos Single ist natürlich optimal hier für die Masse an Minern. Das habt ihr die Tage bei mir gesehen, da war das nicht ganz so gut, weil ich meine auf 2 Multi-Infernos losgelassen habe und das ging so ein bisschen, ja, es ging mit einem Stern für mich nicht in die Hose, aber hier können die Miner nicht täuschen, noch ein paar Magier hier hinten, hier gibt es noch den Lucky, der hier hinten, ach schade, der schafft es jetzt nicht, aber die Miner sind jetzt in Heilung und ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ich meine, jetzt ist die Heilung auch für die Miner leider vorbei, aber schön gemacht hier, denke ich mal, der Angriff und mal sehen, wie weit sie kommen und wie viele Pokale vor allen Dingen der Babu dafür gekriegt hat. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Wäre vielleicht ein kleiner Verbesserungsvorschlag, noch die Pokalanzahl neben dem Charakter irgendwie hinzubekommen oder so. Aber hier war jetzt auch die Zeit um und er bekam dafür 25 Pokale. Wunderbar gemacht hier und dann begrüße ich euch nochmal vor allen Dingen zu den Funny Games. Ja, ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Video gesagt, es gibt ja neue Clan-Games und ich habe gedacht, nach den Clan-Spielen mit dem Bauarbeiter, mit der Bauarbeiterbasis dreht Supercell jetzt völlig durch und bietet uns hier Clan-Spiele an. Ich will nicht sagen, sie sind jenseits von Gut und Böse. Im Moment habe ich ja nur eine hier. Die hier kann ich zum Beispiel gar nicht machen, kann kein Elfer machen. 3 Sterne irgendwo gewinnen, also nicht in einem Kampf, sondern in mehreren. Eine Rathausstufe höher, also es gibt sowieso ja so ein paar Sachen, die kann man einfach hier nicht machen. Ich kann zum Beispiel diese hier, die kann ich natürlich machen, aber ist immer schwer ranzukommen. Ich muss dann auch 8er haben, aber ich habe mir jetzt mal eine gegriffen, schon vor Stunden. Leider musste ich dann weg. Earn 3 Sterne without using spells. Also das, ich habe hier schon mit den anderen Accounts, mit denen ich spiele, so ein paar Battles gemacht, diese komischen Battles hier. Mal sehen, ob ich nicht gleich noch ein anderes kriege, wo ich prozentual bzw. 20 Level von irgendeinem King runterklopfen muss oder. Ich habe hier wirklich schon, ich habe hier schon gelegen. Wir suchen uns mal einen Gegner, der so ein bisschen zu uns passt hier und mal sehen, ob wir mit einem Schlag nicht diese 3 Sterne holen können, ohne einen Zauber zu nutzen. Es ist wirklich schwierig. Eigentlich ist das Beste, man lässt sie einfach weg. Dann ist die Gefahr nicht so groß, dass man trotzdem mal draufklickt, so nach dem Motto, oh, den nehmen wir mit, den müssen wir ohne Zauber schaffen. Ich will ja nur das Clanspiel packen hier und ich glaube, der ist genau richtig für uns.
was habe ich in der Clanburg? Oh, da habe ich Bowler drin und noch einen Riesen, okay. Jetzt habe ich natürlich hier richtig viele Mauerbrecher am Start, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Da machen wir uns hier einfach an verschiedenen Stellen hier so ein bisschen die Mauer auf. Und gehen jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wir gehen mal mit so einer ganzen Masse hier an Riesen und Magiern hier erstmal durch. Jetzt muss ich mal gucken, ich kann hier noch ein bisschen was holen. So, und King rein und Warden mit rein. Kein Zauber, kein Zauber ist das Motto hier. Ich spamme jetzt schon mal meine Kobolde einfach so, die sollen einfach für Verwirrung in der B stiften. Denn es ist echt schwierig, da unten nicht drauf zu klicken. Aber ich glaube, der Gegner ist jetzt auch nicht ganz so schwer. Müssen wir mal schauen. Wir müssen ja noch so durch dieses ein oder andere Compartment durch. Mein King kriegt jetzt schon ganz schön Alarm da unten. Also der ist schon so ein bisschen gefährdet. Und jetzt schauen wir mal, wann ich Warden und die Queen nutzen muss. Aber ich glaube, ich bin hier auf genau den richtigen Gegner gestoßen. Denn die kann ich, ja, die brauche ich. Ich brauche fast den Warden und die Queen gar nicht zünden, hätte ich mal fast gesagt. Also so kann man ein Clanspiel richtig gut spielen. Das seht ihr hier mit Kobolden auf so eine schwache Base und schon hast du dieses Clanspiel eigentlich gewonnen mit einem einzigen Angriff. Jetzt zünde ich den Warden doch nochmal. Und genau das war aber meine Absicht. Also entweder geht man so ein bisschen von den Pokis runter, sucht sich dann so einen Gegner. Ich meine, der hatte jetzt auch sogar ein bisschen Loot. Der hatte sogar ein bisschen Loot für uns. Und mal sehen, ob ich nicht noch so ein funny Game hier für uns reinkriege. Ja, sauber gemacht hier. Ich habe, glaube ich, ja, Challenge completed. Ich bin jetzt schon, ja, ich bin etwas drüber über die 1000 jetzt. Ja, ist, glaube ich, ganz okay. Müssen wir mal sehen, was wir danach nehmen. Ich will mal eben schauen, was ich gebaut habe. Ah, okay, das ist die Armee. Das ist immer ein bisschen doof. Denn von der Armee brauche ich eigentlich diesen Zauber hier, diese beiden. Deswegen muss ich hier mal kurz einmal tauschen. Einmal so umtauschen hier und dann bauen wir hier einen Wut wieder nach. Dann haben wir das auch wieder, denn die Funny Farm Army, oh, hier habe ich einen verwaisten Kobold zu viel, baue ich mir natürlich wieder nach. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch so ein Funny G machen können. Ah nee, das ist, glaube ich, Nachtdorf hier. Zwei Sterne, eigentlich könnten wir es machen, in 3 Stunden 2 Sterne, 30 Barbaren nutzen. Ach komm, den nehmen wir mit, auch wenn er jetzt nicht funny ist, den nehmen wir mal mit. Und im Moment haben wir hier halt so ein Spiel nicht. Aber es sind, ah doch, hier haben wir so ein Spiel. Ach Mist, den hätte ich jetzt machen können. Knockout 50 Levels Worth of Barbarian King in Multiplayer Battles. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eben die beiden im Nachtdorf. Denn, oh, hier habe ich auch Bonus. Sehe ich gerade, ich habe Bonus und ihr seht, ich habe Kanonenkarren gebaut. Die habe ich mir gebaut, weil ich auch da so eine Challenge hatte. Nehme 2 Kanonenkarren mit. Und nehme ich ganz gerne mit. Und nehme ich auch ganz gerne in diese Base hier mit. Mal sehen, was hier hochplöppt. Ah, eine Falle ist da, okay. Und 2 Bömmchen, alles klar. Dann können wir hier trotzdem weiter reingehen. Ich lasse die Kanonenkarren einfach mal. Ich lasse die Kanonenkarren einfach mal. Mal sehen, wir gehen hier ruhig mal backwards rein hier. Also, oh, da habe ich es gerade wieder verschoben. Das ist immer manchmal scheiße hier. Wenn ich das mit der Maus hier klicke und verschiebe den Rand hier, anstatt die Truppen zu setzen. Okay, da gehen sie jetzt rein. Ich meine, der Angreifer will, dass ich hier reingehe. Ich tue ihm den Gefallen, denn ich muss nur 20 Barbaren setzen. Und die Kanonen im Hintergrund, ja, die sind gar nicht mal so schlecht. Meine Kampfmaschine ist jetzt schon weg. Und es soll ja wenigstens 1 Stern werden. Und das holt mir hoffentlich die Kanonenkarre da hinten. Och, komm, komm, bitte, bitte, bitte. Jawohl, 1 Stern haben wir. Puh. 1 Stern haben wir, müssen wir also nur noch einen machen. Ich meine, das werden wir verlieren hier mit 35%. Gar keine Frage. Und ich weiß jetzt gar nicht, was es für einer war, ob schon einer war. Nee, ich glaube, es war noch kein BH8. Müssen wir gerade schauen. Oh nein, wir haben gewonnen. Eieiei. Ich kurz mal das Profil gucken. Nee, der hat nur einen Schlot, ist ein BH7 gewesen. Okay, dann verschwenden wir hier gleich gerade den 2. Angriff und dann springen wir rüber und machen das andere Event kurz noch. Okay, und wer eben genau hingeguckt hat, oh, ich bin auch so ein Honk. Ich hatte eben das verkehrte Spiel. Ich habe jetzt 9 Gems dafür ausgegeben, dass ich das Spiel wegdrücken kann und dieses Spiel hier bekomme. Also 50 Level Worth of Barbarian King in Multiplayer Battles. Denn ich hatte ja das Ding hier, glaube ich. Und mit 2 Sternen ja nur, using 10 Barbaren oder so. Ja, das war natürlich nicht im Nachtdorf.
Naja, was willst du machen? Jetzt sind wir gerade aus dem Nachtdorf gesprungen. Tatsächlich wollte ich hier was machen. Jo, den wollte ich endlich mal anstoßen. 4 Tage etwas geschwächt sein, okay. Kann ich nichts machen in den Clanspielen. Nehme ich halt mal andere Clanspiele und so dicke sind sie ja auch nicht. Und wir haben hier, oh, den kriegen wir auch mal kurz einmal wecken, dann können wir gleich weitermachen. Also, was das bedeutet, weiß ich nämlich noch gar nicht. Was ich hier machen muss, 50 Levels worth of, also glücklicher, am glücklichsten wahrscheinlich ein Level 50 King umhauen. Oder ich muss halt ein, zwei Angriffe machen, um hier so einen kleinen King umzuhauen. Wo ist hier so ein kleiner King? Oh, 8, okay. Dann brauche ich 1000 Angriffe dafür. Also ein bisschen größer darf er dann schon sein. Denn ich muss ja nur die King-Level runterkloppen. Wie viele Prozente wir machen, wir müssen nicht gewinnen. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Wir müssen nicht gewinnen. Ich muss nur den King platt machen für das Clanspiel. Und er muss möglichst viele Level haben. Der ist ein Level 24 hier und möglichst außen. Also so ein paar Sachen, ein paar Kriterien muss man sich dann als einfach setzen. Oder wir nehmen so einen 47er, dann brauchen wir im zweiten Angriff nur einen Dreier. Endlich eine Base gefunden, wo der King auch mal ein Level hat. Also der hier hat Level 34. Ich habe, ja, ich weiß nicht, wie viele Bases ich jetzt durch habe. Alle so, oh, Bases, meine Herren, das geht gar nicht. Also das Clanspiel, entweder macht man das richtig hoch in irgendeiner Liga und hat da gleich einen 50er King und kann das Ding gleich abschließen. Oder man hat hier halt verloren, beziehungsweise was heißt verloren? Oder man muss dieses Clanspiel in 1, 2, 3, 10 Angriffen machen. Keine Ahnung, wenn du da so Low-Helden hast. So ein 10er King oder sowas oder Dreier King. Ich glaube, Dreier King für ein Rathaus 11er war eben das Niedrigste, was mir untergekommen ist. So, ich glaube, der hat jetzt auch keine Clanburg. Oh, da kommt schon. Ist das ein Single? Ist das ein Single? Jo, das ist leider ein Single. Okay, dann müssen wir den mal sehen, ob sich die Queen den jetzt annimmt. Das wäre ganz schön. Oh ne, oh, okay. Der Single. Na komm, jawohl. Alles klar. Dann machen wir so weiter. Okay. Dann ziehen wir hier mal. Was habe ich wieder für eine Truppe am Start? Mann, Mann, Mann. Okay, kann ich jetzt machen. Da muss ich jetzt durch. Und was habe ich in der Clanburg? Ah, da habe ich ein Packy, okay. King hinterhergesetzt. Und was haben wir hier? Ah, okay. Dann ziehen wir hier mal den Sprung rein. Mal gucken. Ich muss hier so ein bisschen mit meinen Ballons gerade jonglieren. Die können ruhig dann abgeschossen werden. Das ist alles nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm. Dafür habe ich meine Eilzauber da. Vielleicht schaffen die ja doch so ein bisschen was. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. King kann ich noch zünden hier. Ich habe auch noch ein paar. Ah, okay. Adler ist weg. Ich habe auch noch ein paar Kobis. Auch nicht schlecht. Ich habe noch ein paar Kobis hier für so ein paar Außenlager. Und ich habe auch noch ein paar. Oh, die bringen wir mal unter Wut hier. Denn da können wir in jedem Fall noch die Kobolde hier reinsetzen. Jawohl, die holen sich da das Dunkle. Ja. Oh, die Packies kriegen jetzt da schon ein bisschen Feuer und meine Queen kriegt jetzt natürlich auch richtig was. Hier heilen wir die Kobolde. Na komm, 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 komm. Ah, okay. Ja, auch gar nicht mal so schlecht. Komm, Leute, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Holen wir uns hier noch ein paar Prozente über 70. Wir haben noch einen Babydrachen. Können wir uns hier noch so ein bisschen was an Loot holen? Boah, ich glaube mal nicht. Ich glaube, das meiste haben wir. Ich glaube, wir haben das meiste auch mitgenommen. Wir sparen uns den Babydrachen mal auf und haben jetzt immerhin schon mal 34 von diesen Leveln gemacht. Wir lassen unseren King jetzt auch. Na komm, das Goldlager noch. Jawohl, Goldlager. Ah, na komm, dann setze ich den jetzt doch noch. Dann wären es noch ein bisschen was. Kriegen wir noch irgendwo was hinten? Nee, aber ihr seht das hier mit so einem bunten Truppenmix. Kann man auch ein bisschen was reißen. Ja, 410.000 Elex. So ein bisschen Gold und ganz nettes Dunkles. Denn die Armee hier, die ich gerade am Start hatte, das werdet ihr jetzt sehen, die kostet relativ wenig Dunkles. Die kostet nur 455. Jetzt habe ich allerdings hier, wie immer, einen Giftzauber zu viel. Werde ich die hier los? Nein, ist leider eine Eilinforderung. Dann schmeißen wir den weg. Also mit der Armee kann man eigentlich ganz gut auch was reißen. Die baue ich auch komplett einmal nach. Und ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen von den Funny Games. Also ist schon ein bisschen schwierig, was man macht. Und ich müsste jetzt eigentlich hier einen 34 auf meinen Zähler haben. Jawohl. Habe ich auch. Also hier muss man ein bisschen abwägen. Und es gibt ja noch, mir fehlen ja noch die Spiele. Greife ohne Helden an. Oder lass die Helden nicht mit eingreifen. Das ist sicherlich richtig öcki. Mal sehen, ob ich das auch noch mache. Ich würde erstmal sagen, bis dahin, euer Toto. Wäscht.